Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Rise of the Tomb Raider. Und wir sind immer noch in knappen Kleider unterwegs. Ich dachte schon, hätten wir wieder einen Gegner mehr. Und wir haben in der letzten Episode schon ziemlich viel abbekommen. Wo geht denn der hin? Na gut, wir müssen weiter. Der ist schon tot, oder? Hä? Was ist hier passiert? Ich frage mich wirklich, was ist hier passiert? Aber danke, Sir. Jemand die Seiten gewechselt? Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Ich glaube, das funktioniert so einfach nicht mit der Kommunikation. Eifriger Lerner. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Ja, von diesen Dingen haben wir zuletzt mehr als diese Personen selbst, die sie getragen haben. Aber na gut, da hinten... Schon wieder ein Toter. Was hat er gerade getönt? Hum. Was war das? Ich hab ein bisschen Angst. Nur ein bisschen natürlich. Nein, ich hab die Hosen voll hier. Oh! Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Sehen wir! Da kommt er raus! Oh-oh. Also die Zugstrecke ist nicht so stabil. Scheiße! Die Luft aus. Ich sehe schon in Rändern. Wir sind nass. Unsere Kleider sind nass. Im verdammt fucking minus weiß Gott was grad. Wir werden erfrieren. Wenn wir uns gleich irgendwo etwas Warmes finden. Die spinnen noch, die Herren. Wir haben noch irgendeinen Klotz ab oder so. Die sind noch völlig belämmert. Die Damen und Herren hier in der Gesellschaft haben noch ein mächtiges Problem.
nicht mal getroffen werden. Das irritiert mich irgendwie. Boah, das hält den Atem an. Dad, ist alles in Ordnung? Dad? Das war kein Selbstmord, kann ich jetzt schon verraten. Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Ich hab so das Gefühl... ...sehen. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er?
Regionskarte. Wir sind also in einem... Jetzt müssen wir da hin. Oh Mann, bin ich doof. Eigentlich eine recht schöne Hütte. Aha. Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das bestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Muss man ausprobieren. Doppelschuss und so. Also, jo, da sind wir gut dabei. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Aber danke sehr für die Information. Ich bin ja Linkshänder, daher. Aber na gut. Hä? Na gut. Wir müssen da hinten hin. Na dann, Halewitzka. Jumba. Oh. Hey, Freunde. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Erhalten. Ja, wir haben jetzt einen Dietrich. Da können wir schon ein paar... Türen und Schlösser öffnen. Nichts drin, oder was? Können wir jetzt hier... Nein, können wir nicht. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Allein kann ich sie nicht räumen. Sehr gut. Die kommen bald wieder hier durch. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Ah, ja. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Eine Wolfshöhle? Ist sie da hinten? Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen. Haben wir die Höhle nicht schon gesäubert? Nur mal so als Frage. Ja, wir rennen. Mal gucken, einer an. Haben wir die Höhle dann nicht schon gesäubert? Oder bin ich zu doof? Glaube ich wirklich so doof, die Höhle. Haben wir die schon gesäubert? Ja, bestimmt haben wir die schon gesäubert. Mensch, Klumpatsch hier. Ach, das leuchtet. Okay, müssen wir da reingehen oder was? Aha, kommen wir da nach oben? Kommen wir nicht. Nö, nö, nö. Wahrscheinlich anders ringsherum. Das könnte schon klappen. Gut.
Mit Munition bzw. Pfeil geht das schon besser, aber jetzt haben wir hier genügend, ja, Fälle. Pfeil und Bogen sind zu langsam hier für so ein Gemetzel. Und dann wieder raus. Und den Herren Bescheid sagen, das haben wir wahrscheinlich ab. Haben wir abgeschlossen, genau. Subi. Ja, und bevor wir hier weitermachen im Texto, Pronto, Pritto, Prato, würde ich sagen, wir lassen hier mal das Spiel bzw. Lara Croft ein bisschen ruhen, genießen die pralle Sonne, lassen uns die Haut grämen und werden schön braun. Tschüss, das war's.